Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daydream Forgotten Sorrow. Ja, wundert euch nicht, das ist nicht der Hintergrund, der sich bewegt, sondern wir sind auf einem riesigen fliegenden Wal, der ja offenbar nicht nur ein Wal ist, sondern auch eine kleine Welt ist, so wie es aussieht. Doch, da ist jemand am Schaukeln. Hallo, soll ich dich anschaukeln? Schade, es geht leider nicht. Hier geht eine Tür auf. Soll ich hier in den Tod reinspringen oder soll ich weiter nach rechts? Ich gehe mal einfach weiter nach rechts. Ich weiß irgendwie gerade nicht, was ich machen soll. Ob ich einfach nur durchrennen muss? Mir kommt da eine Idee. Wir könnten surfen. Ob das sicher ist? Ich weiß nicht. Wir versuchen es einfach. Einmal einen kleinen Walschubser, bitte. Autsch. Naja, trotz der ganzen Abenteuer habe ich es trotzdem noch nicht so ganz hinbekommen, richtig zu landen. Das kriegt er, glaube ich, nie hin. Okay, die Blumen sind zwar am Leuchten, aber da passiert nichts. Hä, das Ding baut sich auf, wenn ich hier hingehe? Okay. Ich kann ein Rad nehmen. Die Frage ist nur, wofür? Für die Blumen wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee. Fürs Loch auch nicht? Schmeißen wir erstmal weg. Brauchen wir erstmal nicht. So, aber ich kann immer noch da oben was machen. Das habe ich ja eben schon gesehen. Mach mal was. Ich weiß nicht, vielleicht springt er da rüber. Ja. Und dann? Dann passiert nichts. Na gut. Hui. Gehen wir mal nach oben. Bleib schön unten stehen. Ah. Dafür brauche ich das Rad, oder? Moment, ich habe ja oben gerade was gesehen. Wieso kann ich das jetzt nicht machen? Hallo? Mädel, komm doch mal mit. Genau. Da oben sollst du erstmal drauf schießen. Dann gibt es hier ein Loch. Was uns nicht weiterbringt. Außer, dass wir da reinspringen können. Na gut. Jetzt haben wir die Mysterien hier entdeckt. Und dann versuchen wir mal eben das Rad hier rüber zu holen. Falls das denn funktioniert. Es ist ja immer so eine Sache mit Dingen irgendwo rüberwerfen. Nein. Oh, dein Ernst. Jetzt geh da rüber. Mann. Wie oft noch? Mädel, komm. Musst du dreimal sagen, dass du hier... Ey, das ist doch... Hier, fang das mal. Da. Ah, die fängt das wirklich. Nein! Ach so. Oh. Wollte gerade sagen, nein, nicht machen. Das kriege ich dann noch nicht... das fällt dann noch runter. Aber... Es ist okay. So, das heißt, wir können das jetzt hier reparieren, ja? Nein, nein, nicht fallen lassen. Bist du doof? Sollst du es reparieren, genau. Okay, da kann man sie rufen. Ich sag jetzt mal sie, weil ich denke mal, es ist ein sie. Ja. Hat wunderbar funktioniert. Ich habe nur keine Ahnung, wofür. Oder kommen wir jetzt auf die andere Seite? Aber warum das Loch hier? Das verstehe ich irgendwie nicht. Was hat uns das hier jetzt gebracht?
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, manche Dinge muss man einfach nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Okay, so. Die Frage ist jetzt nur, ich sehe ja hier überhaupt nichts. Ja, so weit können wir aber nicht springen. Kann man da vielleicht doch irgendwas machen? Da kann man halt nur hochspringen, das ist klar, aber wir können ja nicht so weit springen. Hier können wir auch sonst nichts mehr machen. Ich meine, das ist ein ganzer Riss, aber... Oh, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Oh, wie weit springt die bitte? Ach, da brauchen wir wieder einen Kristall für, ne? Hier unten kommen wir nicht weiter. Hier können wir eventuell hochklettern. Ja, wir haben keinen Kristall. Brauchst du gar nicht so zu gucken. Hier oben ist einer. Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Nein. Oh, was machst du? Komm mal meine Seite. Los. Jetzt kommt die hier nicht hoch. Ist das dein Ernst? Du sollst die Leiter hochgeben. Was ist denn jetzt da so schwer dran? Dein Ernst jetzt? Oder muss sie von unten schießen, dass wir hier... Boah. Nee, anscheinend kann sie nicht von unten schießen. Das ist doch Mist. Ah, jetzt. Okay. So, auf dem Boden. Hallo. Nimm das doch mal auf. So. Ich denke mal, dadurch kriegen wir die Tür auf, oder? Vermute ich mal. Ach, dein Ernst jetzt. Du sollst da rangehen. Los. Ach, jetzt geht's auch mal in die andere Richtung. Nein, du sollst nach unten. Wenn ich nach unten drücke, dann sollst du nach unten drehen. Oh, Alter, ist das schwer. Die macht ja auch nicht mit, ne? Die ist ja nur... Die steht da nur steif rum. Und warte, bis ich sie weggeschoben habe. Wahrscheinlich liegt es daran. So. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, kein Bosskampf. Nein, nein, nein. Nein. Ich will hier weg. Okay, ich dachte, ich könnte das jetzt zu ihr rüberwerfen. Wieso kann ich das da nicht rüberwerfen? Ah, okay. Doch eine Timing-Sache. Habe ich mir das schon richtig gedacht. Okay. Oh Gott, wie viel kommen dann noch? Und wer von euch hat jetzt das Ding dabei? Willst du mich verarschen? Oh! Nein, du sollst es nehmen. Nimm das! Hat die jetzt geschossen und getroffen? Ich habe es jetzt gar nicht so mitbekommen gerade. Also geschossen hat sie, aber ob sie jetzt getroffen hat, weiß ich nicht. Oh. Ah! Das muss man mir doch im Vorfeld sagen.
Nein, jetzt fange ich nicht wieder. Oh, das ist so ätzend, wenn man das nicht mal wieder von vorne anfängt, ne? Ich hasse das, wirklich. Statt dass man in der letzten Runde anfängt oder so. Oh, ich glaube, ich fange in der letzten Runde an. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Okay. Woran sehe ich denn, wenn die das macht? Macht die da irgendwas Besonderes? Oh, Moment, jetzt. Oh. Ringel, Ringelreihe. Yes! Das war jetzt cooler, als ich dachte. Ich dachte, wir müssen jetzt 20.000 Mal das Gleiche machen. Oh Gott. Okay. Perfekt. Kann ich das einfach so öffnen? Natürlich nicht. War ja klar. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein. Okay. Die kann da unten irgendwas machen. Das fällt runter, das ist klar. Was ist denn, wenn ich da runtergehe? Kann ich das dann in irgendeiner Weise auffangen? Du sollst nicht ganz runtergehen, du sollst nur ein Stück runtergehen. So. Warte mal, wir machen das mal eben anders. So. Es kommt aber nicht nach hier, ne? Nee, nee, das geht direkt nach unten. Muss ich mal gucken, ob das dann irgendwie... Ich muss das unten irgendwie hochkriegen. Ah, Moment, da ist ein Schalter dran. Ach. Ach. Okay. Okay. Ja, dann. Ach, das läuft auf Zeit. Nein, 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 das läuft auf Zeit. Das läuft auf Zeit. Nimm das Ding. Wirf es hoch. Nein, er ist zu blöd, um es hochzuwerfen. Er wirft es gegen die Dings. Oh Gott. Ja, komm, beweg dich jetzt endlich. Sei nicht so faul. Okay. So, du gehst da hin. So. Hat sie das jetzt? Doch, die hat das, oder? Hat sie es jetzt auch eingesetzt? Nee. Ja, dann setz es ein, Mädel. Oder gib es mir von mir aus. So. Okay, dann haben wir das schon mal hell. Aber das heißt nicht, dass wir da durchkommen. Oben ist ein Teil kaputt. Oben ist ein Teil kaputt. Kann man hier durch? Konnte ich hier irgendwie... Ah, okay. Mal eben das Ding weggemacht, kein Thema. Aber von der Seite komme ich doch nicht da rum. Achso, da komme ich auch gar nicht hoch, davon mal abgesehen. Moment, kann ich von hier aus? Ah ja, von hier aus kann ich rein. Aber sie kommt wieder nicht mit. Oh, das ist so ätzend. Warum kommt die wieder nicht mit? Hallo, Trulla. Komm doch mal rüber. Was macht die? Kann der auch nicht sagen, dass... Ach so. Hm.
Alte, komm rüber. Los. Ist das jetzt dein Ernst? Ach so, wir müssen das Ding mitnehmen. Ah, okay. Deswegen ist das auch rausgefallen, verstehe. Nein. Oh, was macht der denn? Hallo. Nicht einfach hinterher springen. Nimm das auf. So. Jetzt lässt er das auch noch fallen. Wo ist das denn jetzt? Da. Jetzt kommt die immer noch nicht, oder was? Ich kann es aber auch nicht alleine. Mädel. Ist sie jetzt verpackt oder was? Was ist mit der? Hallo? Nee, die reagiert auf gar nichts mehr gerade. Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Die reagiert auch nicht darauf, wenn sie nach da unten gehen soll. Ach komm. Ich will das nicht nochmal alles neu machen. Vor allen Dingen nicht dieses Runterspringen und so. Mach das auf. Oder kann ich das Tor von innen... Moment, oder kann ich das Tor von innen aufmachen, dass die hier nicht rüberspringen muss? Aber glaube ich nicht, oder? Nee. Die ist einfach nur verbuggt, glaube ich. Auch nicht schon wieder verbuggt sein. Komm, das hatten wir doch schon mit Teddy in dieser Mühle und alles. Leute. Ja. Es hilft nichts. Ich muss mich sterben lassen. Es nervt einfach nur. Ja, brauchst du gar nicht so dämlich zu tun. Ohne dich wären wir schon lange hier durch. Blöde Kuh. So, wie war das jetzt nochmal? Sie muss nach dahin, wo sie vorhin nicht hin wollte. So, dann das. Runter, runter, runter. Los. Einmal hoch. Natürlich geht der dann nicht mehr hoch. Ey, eben war das alles so perfekt. Aber weil die blöde Kuh verbuggt war, muss ich jetzt alles wieder neu machen und ich brauche wahrscheinlich jetzt wieder 10 Versuche, bis das funktioniert. Ey, ich liebe es, ehrlich. Bis jetzt unten. Mein Gott. So. Runter mit dir. Los. So, und jetzt hoch. Los. Ach, jetzt macht sie es auf einmal selber rein. Willst du mich hier veräppeln? Das war dann wahrscheinlich eben auch nicht so geplant, hm? So, die Frage ist jetzt, kommt sie jetzt mit oder nicht? Nein. Och, lauf doch einfach nach oben. Mann. So, jetzt kommt sie mit. Alter Schwede, ehrlich. Och, komm. Jetzt verlier das doch nicht nur, weil du eine Stufe runter gehst. So, mach das rein. Genau. Und jetzt kann ich... Nee, jetzt kann ich sie wieder nicht rufen. Doch, jetzt kann ich sie rufen. Sowas nervt mich dann. Wenn das Spiel nicht weitergeht, weil irgendwo was verbuggt ist und man danach wieder 20 Versuche braucht. Naja gut, so schlimm war es jetzt in diesem Fall nicht. Aber bei meinem Glück ist es immer so, dass man danach dann wieder 20 Versuche braucht, bis irgendwas funktioniert. So, die Frage ist jetzt, ist das jetzt irgendwie auf Zeit oder so? Oder hätte das gereicht, einfach nur kurz aufzumachen? Ich habe keine Ahnung. Komm mit, Mädel. Ja. Moment, das kann man auf jeden Fall drehen. Aber wir brauchen auch noch... Kann die da oben was machen? Ah, dann geht eine Kiste runter. Das ist schon mal gut. Okay. Die können wir auch verschieben? Eigentlich...
Okay, können wir die... Nee, die können wir nicht daran machen. Ich würde aber gerne die Kiste noch was... Ah, jetzt geht's doch weiter. Ja, genau. Achso, ich wollte aber erst noch mal kurz ausprobieren, ob man hier was drehen kann schon. Nee, anscheinend nicht. Also da brauchen wir tatsächlich das Ding für, glaube ich. Bevor ich jetzt aber da hochklettere, ist hier hinten noch irgendwas Wichtiges? Anscheinend nicht. Okay. Puh. Moment. Ui. Okay. Wenn sie jetzt mitgekommen wäre, hätte sie uns auch helfen können. Ah. Sie ist doch mitgekommen. So, die Frage ist jetzt nur. Nein. Och, lass es doch nicht wieder fallen. Ja, genau. Wirf's einfach mitten ins Bild rein. Kein Thema. Wirf's bloß nicht zu dem Mädel, was da direkt neben dir steht. Wobei ich denke, dass man das wahrscheinlich eher nach rechts runterwerfen muss. Ja. Und wenn ich das versuche, zu ihr zu werfen, das funktioniert nicht. Ich denke mal, ich muss es selber mitnehmen. So, aber relativ nah. Nimm auf, nimm auf. So. Geht die jetzt da runter? Nimm's jetzt auf, Mann. Ah, ich habe keine Lust, den Weg nochmal zu machen. So. Achso, da unten links sind auch noch zwei. Okay. Hab nichts gesagt. So, jetzt kann ich aber drehen. Ich weiß nur noch nicht genau, wofür das gut ist. So, dann gehen wir noch da und dann gehen wir noch da. Und dann? Hm. Den können wir nach vorne machen. Ich denke mal, der soll nach ganz vorne gehen, aber wo der jetzt genau hin soll. Ich habe keine Ahnung. Was soll der denn überhaupt machen? Was war denn überhaupt mit dem Ding hier eben? Moment. Ach so, dann ging das runter. Aber wir haben ja nichts zum Hochbuxieren. Müssen wir die Kiste? Aber die Kiste, die können wir doch nicht. Dann komme ich ja nicht mehr da hoch. Oder müssen wir hier die Tür dahin buxieren? Das würde passen, aber wohin? Das ist dann noch die nächste Frage, ne? So, ungefähr. Ja, Tür haben wir. Und jetzt ist die große Frage, was machen wir jetzt damit? Weil ich sehe den Sinn jetzt noch nicht so ganz, wofür die Tür jetzt gut sein soll. Kommen wir nach hier vorne hin. Könnten die Tür auch hier vorne fallen lassen, aber das wäre genauso unsinnig, wie die jetzt da in den Händen zu halten. Oder müssen wir da hinten durchspringen? Ach, ich glaube, wir müssen da durchspringen, oder? Das heißt, wir müssen die noch ein bisschen jetzt wieder zurück machen. Nein, komm her. War, glaube ich, sogar noch ein bisschen zu viel des Guten. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich die tiefer mache, bringt mir das, glaube ich, aber nichts, ne? Deswegen lasse ich die mal da oben. Okay, wir probieren es mal. Oh Gott. Mal schauen. Gehen wir mal aus dem Weg, Mädel. Ich habe hier oben sowieso schon so wenig Platz. Wie kommen wir da jetzt ran? Einfach runterfallen lassen, oder was? Ich denke mal eher.
Oh ja, dann rutscht der auch noch ab. Er stand so schön da drauf und dann auf einmal backt er irgendwie nach vorne. Dabei hat er schon gestanden. Mann. Ja, und jetzt ist natürlich wieder alles von einmal. Jetzt müssen wir wieder alles erstmal komplett von vorne machen. So. Dann einmal rüber. Und einmal runter. Ja, springen wieder nicht. Genau. Man darf nicht direkt die Sprungtaste drücken. Dann macht er das nicht irgendwie. Okay. Einmal wieder zurück. So, ich hoffe, das passt jetzt. Weil man sieht ja irgendwie auch nichts. Man sieht das ja erst, wenn man dann wieder da oben ist. Oh ja, genau. Natürlich war das klar, dass du dich da wieder nicht festhältst. So. Hallo, du sollst doch nur hochklettern. Geh mir mal aus dem Weg hier, Mädel. Du hast beim letzten Mal schon so ein schlechtes Karma gehabt. Ich würde mich da ja runterfallen lassen, aber ich denke, dass das dann, dass ich dann auf jeden Fall kaputt bin. Ich probiere es mal. Ah, okay. Ich wollte aber nicht ganz runter. Okay, also man geht nicht kaputt, wenn man sich da direkt runterfallen lässt. Das ist schon mal gut. So, was haben wir denn hier? Okay, kann man auch nichts anschießen. Ja, toll. Okay, dann geh du schon mal darüber. Oh, okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Rechts oder links? Okay. Gut. Oder auch nicht halt. Ich denke mal, der Clou war jetzt wirklich, dass man deswegen das rechts hatte, damit man irgendwie da hochkommt oder was. Keine Ahnung. Damit man da besser rüberspringen kann. Normalerweise würde ich ja sagen, einfach nur hin und her bewegen, aber das kriegt er anscheinend nicht hin. Oh, aber so rüberspringen kriegt er offenbar auch nicht hin, wenn er am Laufen ist. Ja, wird schon wieder ein bisschen komplizierter hier. Ich meine, was wir machen müssen, wo wir hin müssen, das ist mir schon klar. Ich will da doch einfach nur direkt drüber. Das ist doch einfacher. Ja, komm, geh da hin. Ja, das wäre schön, wenn das funktionieren würde. Okay, jetzt funktioniert es mal. Okay, die Frage ist, schaffen wir das jetzt? Na, da kriege ich jetzt keinen Schub, oder was? Oh! Alter, okay. Alles gut. Okay, sie hat eine Brücke. Es wäre nur schön, wenn sie auch darüber springen würde. Hallo, was los? Hä? Ich bin gestorben, weil die Brücke nach unten gegangen ist? Willst du mich jetzt veräppeln? Wieso stirbt man dann? War das jetzt ein Bug oder was? Uiuiui. Okay, nein, 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 bleib schön stehen. Also, nochmal nach oben. So, warum kann die da nochmal drauf schießen, wenn man stirbt, wenn die Brücke runtergeht? Ich verstehe es nicht.
Okay, hoch kriegen wir sie nicht mehr. Die Frage ist jetzt, komme ich da hin, wenn ich jetzt wieder zurückspringe? Hier links ist ja nichts, ne? Komme ich auch nicht hoch. So. Nö, ich gehe einfach so durch die Brücke durch. Kein Thema. Ist das jetzt so gewollt gewesen oder was war das gerade? Ja, nee, ich springe einfach an der Brücke vorbei oder durch die Brücke durch. Das ist ja geil. Okay. Ja. Ich meine, der Rest ist ja soweit okay. Der Rest ist ja... So, dann komme ich hier hin. Ich könnte jetzt theoretisch hier runter. Bringt mir natürlich nichts. Das Problem ist, die soll eigentlich den Hebel machen, aber wieso kann die nicht zu dem Hebel rübergehen? Das verstehe ich nicht. Das muss so gewollt sein, dass ich da dran hochkletter. Es muss doch gewollt sein, dass das Ding nach unten geht. Das Problem ist nur, warum kann ich da dann nicht drauf springen? Warum springt er denn immer da durch einfach? Weil es anscheinend tatsächlich verbuggt war. Okay, ich habe die ganze Zeit die Festhalten-Taste gedrückt bei den Versuchen vorher, aber es hat nie funktioniert. Und jetzt auf einmal bleibt er da. Ja, kein Thema. Ja, komm doch einfach mal zu mir rüber. Was hältst du davon? Ich muss da jetzt nicht ernsthaft wieder rüberspringen. Nur weil die zu blöd ist, mal eben hier rüber zu kommen, oder? Ich muss es machen. Das ist so lächerlich eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, und natürlich komme ich dann wieder nach unten. War ja klar. Alter, jetzt komme ich da bestimmt wieder nicht mehr. Nö. Jetzt funktioniert das wie bei Shaolin München, dass ich da hochspringe. Okay, ich frag mal nicht nach dem Sinn. Hauptsache es funktioniert. So. Ist mir egal, was die Alte da hinten jetzt macht. Ich gehe... Oh. Sag mir bitte nicht. Nein, okay, es ist danach. Ich dachte gerade schon. Oh, wenn die nicht mitkommen will, dann will sie halt nicht mitkommen. Ist nicht mein Problem. Mein Problem war jetzt nur, dass ich so schön hier drauf springen wollte und dann irgendwie dann drüber gesprungen bin. Keine Ahnung. Oh, was ist das denn? Ah, noch ein Mädchen. Ah. Ich glaube, ich bin verknallt. Ich weiß gar nicht, wo jetzt unsere Bogenschützin war, die eigentlich mitkommen sollte, weil, also sie sieht so aus, aber die Bogenschützin ist rechts geblieben und ich bin nach links gelaufen und dann stand sie plötzlich hier. Entweder ist das sehr seltsam gemacht... Oder wir haben jetzt zwei. Ich bin mir nicht so sicher. Keine Ahnung. Wir laufen auf jeden Fall mit ihr jetzt erstmal weiter. Sie hat aber die gleichen Klamotten an. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall versuchen wir immer noch unseren Weg zurück zu Teddy zu finden, der ja schwer krank war oder halbtot, wie auch immer. Und den wir ja leider verloren haben in einer der letzten Folgen. Hier können wir noch durch. Oben sind wieder leuchtende Blumen. Die bedeuten eigentlich immer irgendetwas. Kann ich aber nichts mit machen. Okay, da ist was zum... Na, geh da rüber. Da ist was zum Anschießen. Dann dreht sich das Ding nach rechts. Wir müssen erstmal hier hoch.
sieht wieder sehr groß und kompliziert aus. Moment, dann holen wir... Ach so, Quatsch. Dann holen wir sie erstmal nach hier. Oh, dann geh von mir aus nach hier, du faule Socke. So. Hallo. Hä? Das geht nach oben. Wieso kann ich das mit ihr denn nicht drehen? Das geht auch nach... Moment. Müssen wir die Kiste... Entschuldigt, dass ich gerade so leise bin. Aber ich war jetzt gerade voll im Überlegen. Was muss sie jetzt zuerst drücken? Ah, Hilfe. Komme ich da so hoch? Nee. Kann ich da irgendwie schießen lassen? Auch nicht. Ja, aber wieso komme ich dann da nicht hoch? Moment mal, jetzt muss ich mal eben was gucken. Gehen die runter, wenn man hier irgendwo drauf drückt? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich hat das irgendwas hiermit zu tun. Aber die blöde Kuh will ja... Ach, jetzt kann ich es auf einmal anwählen. Ja, ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir, das dachte ich mir. Okay. Nein. Sowas macht man nicht auf Zeit, Jungs. Sowas macht man nicht auf Zeit. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt geh rüber, Mann. Geh doch mal ein bisschen schneller. Hallo. Das schaffst du. Alter. Ist das euer Ernst? Oh Gott, müssen wir das noch da schieben, oder? Oh, nein. Mach keinen Scheiß hier. Nicht falsch rum. Ich glaube, es war eigentlich egal, wo wir es hingeworfen haben. So, nein. Och, du sollst das schieben. Hallo. Ach, das sind zwei. Hat das jetzt irgendwas bewirkt, dass das unten ist? Oder habe ich es jetzt falsch hingeworfen und deswegen kann ich die jetzt nicht mehr schieben? Das wäre jetzt richtig Mist. Jetzt klettert da doch nicht immer hoch, Mann. Ja, jetzt darfst du einmal hochklettern und dann sollst du das Ding schieben, wenn ich auf Schieben drücke. Okay, er will es nicht mehr schieben. Keine Ahnung, was uns das jetzt gebracht hat oder nicht gebracht hat. Wir haben noch den Kronleuchter, den wir jetzt allerdings nicht mehr anfixieren können. Warum können wir den nicht mehr anfixieren? Ah, jetzt. Ach, jetzt hängt die nicht wirklich da unten. Jetzt ist das schon wieder verbuggt, weil die da unten nicht rauskommt. Wieso rennt die denn auch dahin, Mann? Guck aber trotzdem mal eben. Also, da müsste sie dann quasi mitkommen, denke ich mal. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Alter, warum ist dieses Spiel überall so verbuggt? Ganz ehrlich, ich war so froh, dass ich diesen Mist hier unten jetzt fertig habe. Die können die auch wieder nicht da rausschieben, oder? Nee, wir laufen dann einfach wieder durch sie durch. Och, komm. Ja, und sie kommt doch nicht raus. Nee, sie kommt auch nicht raus. Ich muss mich schon wieder töten lassen. Es ist zum... Oh, vor allen Dingen kann ich mich jetzt hier auch gerade nirgendwo töten lassen. Oh, nee, ne? Kann man hier irgendwo runterspringen? Sonst muss ich vom Checkpoint komplett... Ja. Wenn ich jetzt da rumlaufe, habe ich nachher den Checkpoint da oben. Ja, also ich weiß nicht, warum das Spiel so extremst verbuggt ist, aber wir müssen nochmal vom Checkpoint neu starten.
Oh, es ist wirklich. Es nervt unheimlich, bin ich ganz ehrlich. Komm, Dussi, komm mit. Komm, ich habe jetzt keine gute Laune mehr. Ich muss den ganzen Mist nochmal von vorne machen. Also jetzt komm endlich mit und setz dich hier ran. Moment, wieso? Also jetzt kann die das eine hier wieder machen, oder was? Vielleicht können wir das mal eben vorher machen. Ja, jetzt kann sie es wieder nicht mehr machen. Willst du mich jetzt hier veräppeln? Dann mach jetzt das mit mir, wo ich eben schon dran war. So. Es geht jetzt wieder in Zeitlupe, weil das jetzt wieder nicht. Hallo. Komm doch mal mit dran. Los, mach, 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 mach. So, jetzt hangel dich rum, 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 rum. Du schaffst das. Kleiner, mach schneller. Los, los, los. So, ich versuch's jetzt aber mal nach vorne zu machen. Nee, nach vorne kann ich die anscheinend nicht wegmachen. Nee, nach vorne kann ich sie nicht wegmachen. Und unten backt die alte wahrscheinlich gleich wieder. Oh, nee, ist nicht dein Ernst. Ich kann es nur nach rechts machen. Komm mit mir mit, Rula. Komm mit, bevor du da wieder am Rumbacken bist hier. So. Was macht sie jetzt? Sie macht gar nichts. Ja, kein Thema. Sie springt nicht hoch. Ist sie dumm? Also da habe ich jetzt schon erwartet, dass sie zumindest irgendwie hier hochkommt oder das anschießt oder so. Ah, okay. Macht sie erst. Okay, verstehe. Macht sie erst, wenn ich nicht mehr dranhänge. Das einmal. So, die große Frage ist jetzt, ich kann mich wahrscheinlich. Nein, bleibst du da oben stehen? Ja, ich kann nicht direkt da, ja. Naja, dachte ich mir schon. So. Komm, du schaffst das, du hast es eben auch geschafft. Nein. Oh. Ich wollte erst laufen und dann springen, aber ist in Ordnung. Oh Gott. Aber das. Achso, ich kann mich hier hochhangeln. Ah, okay. Okay. Hallo? Zack. So. Hui. So, die knallen wir auf jeden Fall nach rechts runter. Das sollte richtig sein. Guck mal, schönes Bild. Oh, ich wollte eigentlich nicht runterspringen. Da oben war doch noch irgendwas. Was ist jetzt passiert? Zwei Dinger sind aktiviert. Wir brauchen aber immer noch zwei. Also wir haben da oben noch dieses, aber da kommen wir so nicht so einfach ran. Ach so, wir können uns doch hier hinstellen. Ah, stell dich mal da hinten hin. Ja. Na? Perfekt. Okay. Ich dachte, wir müssten jetzt noch zwei Kisten finden. Aber so geht's auch. Perfekt. Perfekt, perfekt. Okay. Jetzt müssen wir erstmal riesige Stufen hochlaufen. Oh.
das wahrscheinlich dieses Ringding, was sie meinte. Oder? Okay, damit kriegt die Lok dann Energie. Teddy ist auch wieder okay. Aber die Lok scheint immer noch keine Energie zu kriegen. Doch, jetzt. Weiter geht's. Und diesmal zusammen mit Teddy. Oh, das sind aber nicht so gute Schienen da oben. Ja, wir sind in einem neuen Gebiet angekommen. Deswegen würde ich schon fast sagen, hänge ich einfach den Rest von der letzten Folge noch an die Folge davor ran, auch wenn das dann sehr, sehr lange wird. Aber dann haben wir einen guten Cut. Und hier im neuen Gebiet werden wir dann wieder neu anfangen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.